Jeder redet online über Shinichi. Sie dürfen es nicht herausfinden. Hallo und willkommen zu meinem Review von Detective Conan Episode 941, Fall 291. Marichando Sagase Senpen. Bevor ich anfange, ich habe auch Patreon, Link ist unten in der Videobeschreibung. Ich adore mich für jede Unterstützung. Ehrlich gesagt, bin ich ein wenig aufgeregt, nach so einer langen Zeit wieder ein Review zu Detective Conan zu machen. Immerhin ist es jetzt mal endlich eine story-relevante Sache und da muss auch wieder was her. Und woran erkennt man, dass es story-relevant ist? Die Kyoto-Arc wird erwähnt. Insbesondere in Episode 927 und 928, sprich, ja, ungefähr 13, 14 Folgen später kommt mal wieder was Story-Relevantes und es wird extrem tonnenweise darüber geredet. Leider sind die Folgen, die danach kommen, also sprich Episode 943 bis 945 auf jeden Fall, wieder kompletter Filler, aber wenn man sich so den Verlauf ansieht von Detective Conan, dann war es bis jetzt eigentlich relativ typisch, dass Story-Relevantes kam und dann plötzlich ein bisschen Filler kam, ein paar Folgen lang und dann ging es weiter mit der Story. Von daher muss das nicht unbedingt etwas heißen, aber wenn man sich so die Pause ansieht, die nicht nur der Anime, sondern auch der Manga durch Gosho Aoyama in der letzten Zeit genommen hat, dann könnte das vielleicht bedeuten, dass sehr bald wieder Filler kommen wird. Was ich persönlich nicht hoffe, aber es könnte durchaus sein. Aber kommen wir mal zur Folge selber und Mann, bin ich der Einzige, der der Meinung ist, dass Rans Kopf hier viel zu klein im Vergleich zu ihrem Oberkörper ist? Hat sie mehr Schulter als Leg Day gemacht? Auf jeden Fall besteht diese Folge, dieser kurze Fall, aus zwei Komponenten. Es gibt zum einen die Nebenstory mit Maria, wo Haibara ihre Scharfsinnigkeit demonstriert und ich hoffe wirklich, dass sie alleine den Fall lösen wird. Ohne Conans Hilfe. Und über Maria muss ich schon eine Sache sagen. Die Olle hat schon einen ziemlichen Akzent drauf, einen ziemlichen Dialekt, was echt schon arg ist. Der Einzige, der da noch ein bisschen mithalten kann, ist Heiji. Und das ist schon Hammer. Der zweite Teil handelt eben von dem Story-Relevanten, was in der Kyoto-Arc passiert ist, denn durch die Macht des Internets weiß jeder, dass Shinichi doch noch lebt und in dem Fall verwickelt war. Weil er, wie ich interessanterweise auch gesagt habe, in meinem Review zu Episode 927, 928, man sieht ihn ganz kurz, in einem kurzen Schnitt von den News. Und das wurde ihm zum Verhängnis. Das wurde im Internet, ist viral gegangen, wurde auch nochmal durch einen Kudo-Familien-Fanboy-Fangirl untermalt, die einen eigenen Blog hat. Was? Oder der? Was extrem creepy ist. Und als ich das am Anfang der Episode so gelesen habe, dachte ich mir wirklich, mein erster Gedanke war da so, ich wette, das ist Sonako. Jetzt so danach, nachdem diese Kudo Family Fanboy Fangirl Seite kam, bin ich mir dann nicht mehr so sicher, aber irgendwie, ich könnte es mir durchaus wirklich vorstellen. Und bevor ich es vergesse und darüber skippe, wie ran ihren Leg Day, wir bekommen ganz am Anfang der Episode unsere Rum-Kandidaten zu sehen. Nämlich Hiue Kuruda, Rumi Wakasa und Kanenori Wakita. Und wenn du wissen willst, was ich von diesen drei Kandidaten halte, wer von ihnen ein Rum sein könnte, inklusive einer vierten Option, dann habe ich dir hier jetzt meine Playliste verlinkt, wo ich genau darüber rede. Außerdem gibt es ab dieser Folge ein neues Opening, Opening 50 Answer von Only This Time. Und wenn du gerne ein Breakdown, ein Review hättest von diesem Opening, dann schreib's gerne unten in die Kommentare und gib mir ein bisschen Feedback und bewerte das Video. Die Black Clover Reviews bekommen in letzter Zeit so 3 bis 5 Likes, somit wäre es schon nice, wenn wir da bei Detective Conan auch etwas ähnliches aufbauen könnten. Vielen Dank. Und Mann, Rumi hat Narben an ihren Händen. Das hat man bis jetzt gar nicht gesehen und ich finde es interessant. Das könnte doch irgendwie zu Rum passen. Das ist eine definitiv neue Erkenntnis. Jetzt nicht, weil Rum Narben hat, sondern weil, ja, es vielleicht die Angeschlagenheit demonstriert, dass man viel durchgemacht hat, was bei der schwarzen Organisation definitiv der Fall sein muss. Ich will gar nicht wissen, was Jin so hinter seinem Mantel versteckt.
und ich finde es wirklich genial, dass es Conan geschafft hat, in diese Ära zu kommen, in der wir jetzt sind. Wenn ich mir so vorstelle, hätte es nicht die ganzen Filler-Folgen gegeben, die irgendwie jeden nerven, zumindest mich ein bisschen nerven, wenn es halt die wirklich unnötigen Filler sind. Dann wäre es so etwas wie hier gar nicht möglich gewesen, diese Entwicklung, dass plötzlich alles online kommt. Und ich finde es einfach genial, dass man das hier so einbaut. Das finde ich mehr als genial und es hat mich wirklich gefreut, dass es Conan so weit geschafft hat. Das Einzige, was diese Filler-Folgen wirklich an sich haben, dass sie unter Umständen ja diverse Sachen verdrehen könnten. Mal als Beispiel. Ich habe die Filler-Folgen, ich glaube seit 1930, glaube ich war es, nicht mehr gesehen. Von daher weiß ich gar nicht, inwiefern Professor Agatha jetzt überhaupt noch dort vorgekommen ist, was er eigentlich nicht hätte sollen, weil wenn man sich die Folge ansieht, dann merkt man eigentlich, dass ja, Conan ihn eigentlich erst gerade jetzt wieder gesehen hat. Und davor gar nicht. Gut, die vorigen Filler-Folgen bis jetzt hätten auch nicht passieren dürfen, weil Conan aka Shinichi ja die ganze Zeit krank war. Von daher ein bisschen, ja, ein Kontinuierlichkeitsfehler, Plotfehler. Aber ja, als Conan-Fan kann man das unter Umständen irgendwie verzeihen. Aber durch diese ganze Netzsache weiß eben jetzt jeder, dass Shinichi noch lebt. Und das ist ein Riesenproblem. Sogar Haibara schreit ihn ziemlich damit zusammen, macht ihn fertig diesbezüglich und jetzt stehen überall Reporter. Vor Shinichis Haus und auch vor Hattori, seiner Schule. Und ich glaube auch vor der Schule von Ran und Sonoka, sprich der Zeitan-Oberschule. Und da frage ich mich wirklich, wie sie das Ganze lösen wollen, weil jetzt wird die Organisation sicherlich auf ihn aufmerksam. Und ich bin schon gespannt, was sie da machen werden. Dennoch Akai, aka Subaru versucht sein Bestes, die Reporter da irgendwie abzuwimmeln, die aber einfach nicht locker lassen. Und ich könnte mir vorstellen, dass Conan vielleicht versucht, irgendwie zu ihm rüberzukommen, aber was sollte das bringen? Das ist mir die ganze Zeit, als ich die Folge gesehen habe, ist mir das gekommen, dass Conan vielleicht rüber zu ihm kommt. Aber was wird's bringen? Und wie wird er rüberkommen? Vielleicht mit so einer Seilbahn rüber? Das wär's doch von einem Haus ins andere Haus rüber. Ich würd's feiern. Und was dann? Ich meine, er kann sich ja schwer zeigen. Wie wollen sie die Situation entkräften? Man kann hier ja nicht einmal sagen, dass Heiji sich als Kudo verkleidet hat, weil man sieht ja beide auf dem Video. Somit geht das nicht. Und vor die Kamera treten kann er als Shinichi auch nicht wirklich, weil das würde sogar noch mehr die Organisation herauslocken. Und das wäre recht problematisch. Oder könnte es vielleicht die Lösung sein? Ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt, wie es weitergeht und hoffe, dass wir bald regelmäßige storyrelevante Fälle bekommen. Vielleicht erfahren wir dann auch bald, wer der Boss der Organisation ist. Wer von denen rum für dieses... Außerdem gibt es für diese... Und woran erkennt man? Von daher muss das nicht unbedingt... Und ich hoffe wirklich, dass sie alleine ihren... Und ich glaube auch daran, weitere Story-Level... Okay Leute, das war's mit dem Review. Danke fürs Ansehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne noch einen Daumen nach oben und einen Abo da. Außerdem habe ich Patreon, Link ist unten in der Videobeschreibung, wo ihr mich und meine Arbeit ebenfalls unterstützen könnt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.